Es wird von manchen Leuten gesagt, dass wir der Stolperdraht der NATO sind. Soldaten aus 5 Nationen. Wir befinden uns hier gerade in Litauen. Unsere Mission ist das Abschrecken potenzieller Gegner. Und im Ernstfall das Hoheitsgebiet der Litauer zu verteidigen. Wir werden hier 6 bis 7 Monate bleiben. Das wird schon anspruchsvoll. Wir sind zum Glück am schlimmsten gelandet und jetzt kann nur besser werden. Minus 22 Grad. Arsch abfrieren. Alles kalt in diesem Panzer. Schneller dürfen wir aber auch nicht fahren, das weiß schon so im Gesicht. Also eine kleine Winterlandschaft. Wenn Sie die Augen zumachen und sich das vorstellen, dann werden Sie das sehen. Und man wird ganz schnell zu schätzen lernen, was man hier hatte und dort nicht mehr hat. Kommen. Sie, Charlie 3, klar zum Gefecht kommen. Charlie 1, klar zum Gefecht, BKMG Laser kommen. Leitung hier, Charlie 2, klar zum Gefecht. Auftrag für euch unverändert. Angriffsschwung brechen, zur Entfaltung zwingen. Stellung muss gehalten werden, bis rechte Nachbarbergung abgeschlossen hat. Kommen. Charlie. Egal, ob ich 1000 moderne Flugzeuge habe und Kampfhubschrauber, die Entscheidung wird auf dem Boden herbeigeführt. Es wird ein Fall, die vorher kommt, warten Sie Ende. Die letzten 100 Meter, die muss man zu Fuß gehen. Das heißt, Truppengattungen wie Jäger, Panzergrenadier und Panzer sind wichtiger denn je. Das ist im Grunde 60 Tonnen Stahl, die mit einer unglaublichen Dynamik auch durchs Gelände fahren kann. Mit einer 120 Meter Kanone zu schießen, das hat nicht jeder. 12 Zylinder Vielstoff Triebwerk, 47,6 Liter Hubraum. Daraus resultieren satte 1500 PS. Ich werde niemals mein erstes Panzerschießen vergessen. Wenn man dann den Feuerball vorne sieht, ist einfach Faszination, das Fahrzeug pur. Ich bin Hauptmann Patrick, bin Baujahr 86, bin seit 2006 bei der Bundeswehr, seit 2008 in der Offizierlaufbahn. Ich bin derzeit eingesetzt als Kompaniechef der 4. Kompanie des Panzerlehrbataillons 93. Wir bereiten uns momentan auf den Auftrag EFP vor, den wir im ersten Halbjahr 2021 wahrnehmen werden. Bei uns ist halt die Besonderheit, wir haben eine sehr kleine, homogene Kampfgemeinschaft. Es sind im Grunde diese 4 Soldaten, ein Dienstgrad mit seinen 3 Mannschaftern auf dem Kampfpanzer, die diese kleine Kampfgemeinschaft bilden, wo es wirklich im Ernstfall um Leben und Tod geht und das in diesen 4 Mann, die unglaublich eng zusammen auf diesem Fahrzeug arbeiten und dann tatsächlich auch leben. Also ich bin Stabsgefreiter Britta, 23 Jahre alt, bin ausgebildet als Richtladeschütze und Kraftfahrer auf dem Leopard 2A6. Ich bin seit 2,5 Jahren auf dem Panzer. Ich war als erstes als Kraftfahrer eingesetzt und ich fand halt Kampfpanzer ist halt spannend, ist laut, ist körperliche Arbeit und ja, so bin ich dann hierher gekommen und seitdem bin ich hier. Denkt immer so ein bisschen drüber nach, weil man natürlich eine Frau ist und das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber das ist kein Problem, wenn da jeder mit umgehen kann, also jeder auf dem Panzer, dann, ja, dann ist es eigentlich ganz angenehm. Also ich habe damit keine Probleme und die restliche Besatzung auch nicht. Ja, also ich bin der Oberstabsgefreite Mirko, bin auf dem Kampfpanzer eingesetzt als Ladeschütze. Ich lade die Bordkanone, lade das Blendenmaschinengewehr sowie das FLA-MG. Ich bin 40 Jahre alt, war zum ersten Mal bei der Bundeswehr im Jahr 2000 als Wehrdienstleistender und habe mich dann 2012 dazu entschlossen, als Wiedereinsteller halt zurück in die Bundeswehr zu gehen. Schon was anderes, sag ich mal. Wir sind ja mit 4 Leuten auf engstem Raume, auf einer Übung auch mal dann 3, 4, 5 Tage in der kleinen Kampfgemeinschaft, so nennen wir das, und da muss man schon aufeinander aufpassen. Hallo, ich bin Christoph, ich bin Oberstabsgefreiter und ich bin Kraftfahrer auf dem Leopard 2A6. Mein Vater war schon Panzerkommandant, war Berufssoldat.
mich halt interessiert und deswegen wollte ich auch zur Bundeswehr bzw. auch auf Panzer. Wenn ich halt teamfähig sein, wie das für den anderen da, macht auch für den anderen was mit. Ich bin der Hauptwirbel Florian, eingesetzt als Panzerzugführer im dritten Zug von der 4. Panzerlehrbataillon 93. Und ich bin halt verantwortlich für das taktische Führen der Fahrzeuge im Gefecht. Verteile die Beobachtungsbereiche und bin da halt der Leader im Zug. Man merkt einfach im ganzen Dienstbetrieb, wie die miteinander umgehen, dass da die Stimmung passt, dass da genau das richtige Maß ist an streng, wenn es sein muss, aber auch, ich sag mal, lustig, entspannt, wenn es möglich ist. Na, wir bereiten jetzt die Panzer vor fürs Schießen und warten darauf, dass der Alpha-Zug geschossen hat, damit wir dann in die Bahn rennen und auch unsere Brigade 3 schießen können. Kommt nix! Ha? Kommt nix! So, jetzt? Und schon mal leer gefahren, so ein Ding? Nee. Aber das will man ja auch nicht, ne? Nee. 47 Liter Hubraum leer fahren. Nicht so geil. 382. Wir warten jetzt noch, dass die Schießbahnmitarbeiter den Zielbaum beendet haben und dann werden wir von der Leitungskontrollstelle über die Schießbahnmitarbeiter Freigabe bekommen, sodass wir dann mit den Kampfpanzern überschießen können. Das Ziel der Übung ist es, 14 Panzerziele zu vernichten, sowie die Schützengruppe zu bekämpfen mit 2 Geschossgaben. 18 Panzerziele werden insgesamt präsentiert. Es ist natürlich schön, wenn man auch alle 18 mit 18 Schuss trifft. Ja. Aber 14 müssen, sowie die Schützenscheiben. Was wir natürlich verhindern müssen, ist, dass 3 Panzer das gleiche Ziel bekämpfen und 2 andere Ziele nicht bekämpft werden. Mhm. Weil wenn man es mal in der Realität sieht, vor uns steht ein feindlicher Panzerzug, alle Panzer schießen auf einen Panzer. Das heißt, da sind ja noch andere Panzer, die unbekämpft sind, die dann in aller Ruhe uns bekämpfen können. Die Feuerverteilung muss natürlich so sein und durch die Feuerleitung gesteuert, dass wir alle Ziele möglichst gleichzeitig bekämpfen, um so unsere volle Feuerkraft auf einmal zu entfalten. Mhm. Dann hier Leitung, dann für Sie jetzt Übungsbeginn, Leitung Ende. Lupus 2, nach wie vor Bergemaßnahmen, die stehen massiv im Feuerkampf. Ich vermute in Kürze auch Hauptkräfte in unserem Bereich. Auftrag für euch unverändert, Angriffsschwung brechen zur Entfaltung zwingen. Bestellung muss gehalten werden, bis feste Nachbarwerbung abgeschlossen hat. Kommen. Anzahl 5, es werden die Schüsse vernichtet, sowie SGZ, verbesserte BMP, Anzahl 1, ebenfalls vernichtet. Ich selbst habe keine eigenen Ausfälle, Absicht unverändert. Das war der erste Durchgang. Für einen Großteil des Zuges war es das erste Mal BQF-3 schießen in der Zusammensetzung sowieso. Und von daher ist das Treffergebnis schon 42. War auf jeden Fall besser als das vom Alpha-Zug, auch wenn es jetzt dem Alpha-Zug vielleicht das Herz bricht. Aber es war schon in Ordnung, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. War auch wieder... war mit drin. Morgen früh schießen die nochmal und dann haben wir da auch ein gutes Schießergebnis. Ich bin mir absolut sicher. Also, insgesamt hat das gepasst und somit ist die BKÜ 3 hier formell bestanden. Weil sie 4 Fehlschüsse hatten. Insgesamt ist das Trefferbild aber nicht zufriedenstellend.
Also formell haben wir den Haken, aber morgen früh gehen wir natürlich wieder rein, dass das Trefferbild ordentlich nach oben geht. Gerade auf so einer kleinen Bahn kann nicht das Ziel sein, mit Ach und Kraft 14 Treffer zu bestehen. Da müssen eher 17, 18 Treffer kommen. Wir haben die Übung erfüllt, zwar gerade so mit 14 Treffern, aber die Treffergebnisse an sich waren nicht so gut. Aber wir können das besser. Das ist auch der Anspruch von mir an den Zug. Also wir können das besser. Ja, also wir werden morgen nochmal durchgängig fahren und da werden wir auf jeden Fall dann besser sein. Ziel muss es 18 von 18 sein. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann gerne die nächste Folge einklicken. Wir freuen uns auf euch und auf euren Feedback auf jeden Fall.